Die Märchen von König Druckerbert. Für kleine und große Kinder von 4 bis 150 Jahren. Vorwort. Liebe Kinder und Eltern, dies ist ein Mitmachbuch. Es ist noch nicht fertig und wird niemals fertig sein. Denkt die Märchen weiter, malt Bilder, schreibt uns eure Ideen und Erweiterungen an timeismonkey@protonmail.com. Gerne auch entgegengesetzte Meinungen à la unser Geldsystem rettet die Welt, denn die Erkenntnis lebt vom Diskurs. Nun zum ersten Märchen. Das Märchen von der alten Zeit vor König Druckerbert. Früher, vor ganz langer Zeit, gab es eine... Nee, das muss ja mit... Es war einmal losgehen, ne? Es war einmal eine... Gute Zeit vor vielen, vielen Jahrtausenden. So, ne? Es war einmal eine gute Zeit vor vielen, vielen Jahrtausenden. Das ist schon lange her, fast so lange wie die Dinosaurier. Damals hatten alle Menschen genug und niemand unterdrückte sie. Es gab keinen König und die Menschen lebten fröhlich und zufrieden. Sie waren fleißige Handwerker und halfen einander. Wenn einer dem anderen etwas Gutes tat, dann hatte er etwas gut. Man nannte es ein Guthaben. Mit dem Guthaben konnte er sich was kaufen. Schauen wir dafür den Malermeister Krickelkrackel und seine Freunde an. In seiner Werkstatt war das Klo kaputt gegangen. Oh Mist. Also ging er zum Klempner Matschepampe und fragte ihn um Rat. Klempner Matschepampe fackelte nicht lange und sagte, nichts einfacher als das. Das muss mal richtig durchgepustet werden. Ich mach dir den Siphon neu, dann flutscht alles wieder. Und so legte Klempner Matschepampe los. Er baute die Rohre auseinander, pustete sie durch und nach 5 Stunden Arbeit war das Klo wie neu. Malermeister Krickelkrackel freute das sehr und er schrieb dem Klempner auf einen Bierdeckel, wer diesen Schrieb besitzt, der hat bei mir, dem Malermeister Krickelkrackel, 5 Stunden Arbeit gut. Den Bierdeckel gab Krickelkrackel dem Klempner Matschepampe als Bezahlung für seine gute Arbeit. Der Klempner freute sich sehr, denn so ein Schrieb von Malermeister Krickelkrackel war Geld. Jeder nahm es gerne an und er hatte gerade Hunger. Also ging er zum Bäcker Knusperknasper und fragte nach 5 Laib Brot und einen Kuchen für ihn und seine braven Kinder. Er bezahlte mit dem Bierdeckel von Malermeister Krickelkrackel und erhielt die 5 Laib Brot und den leckeren Kuchen. Bäckermeister Knusperknasper hatte nun den Bierdeckel und es freute ihn sehr, denn seine Backstube brauchte mal neue Farbe. Also ging er, muss das heißen, er mit dem Bierdeckel zu Malermeister Krickelkrackel und fragte ihn um Rat. Malermeister Krickelkrackel sagte, da bist du bei mir genau richtig. Ich mal dir die Wand in den allerneuesten expressionistischen Farben und Formen an. Malermeister Krickelkrackel malte die Wand wunderschön an. So schön, wie sonst nur Kinder können. Als Bezahlung gab der Bäckermeister ihm den Bierdeckel. Jetzt hatte Malermeister Krickelkrackel also den Bierdeckel zurück, den er Weiland dem Klempner geschrieben hatte. Auf dem Bierdeckel stand noch immer, wer diesen Schrieb besitzt, der hat bei mir, dem Malermeister Krickelkrackel, 5 Stunden Arbeit gut. Das fehlt. Wo kommt der Punkt hier hin? So, ne? Das freute den Malermeister sehr. Wenn ihr das besser wisst, schreibt mir das, ja? Das ist ein Mitmachbuch. Das freute den Malermeister sehr, denn nun hatte er keine Schulden mehr. Er hatte etwas genommen und etwas gegeben. Nicht wahr? Er hatte also vom Klempnermeister den Siphon neu gekriegt und
Das hat er genommen und gegeben hatte er die angemalte Wand bei dem Bäckermeister Knosperknasper. Ja, er hat also etwas genommen und etwas gegeben. Das heißt, er hatte etwas Gutes gegeben, etwas Gutes genommen und ein Guthaben bei sich selbst brauchte er nicht. Und so warf er den Bierdeckel ins Feuer. Das Geld war wieder verschwunden. Das Geld entstand, als der eine dem anderen was Gutes tat, und es verschwand, als der andere dem einen etwas Gutes tat. Die Menschen druckten sich ihr Geld also selbst. Niemand Drittes verdiente daran. Wenn ihr später mal groß seid, dann lest mein Buch Faires Geld, dann werdet ihr erkennen, dass ihr hier etwas ganz Wichtiges und doch Einfaches gelernt habt. Ihr habt nämlich Geldkrediteinheit, so nennt Tim Eismonkey das, verstanden. Geld entsteht und verschwindet wieder nach der Gegenleistung oder wenn der Kredit ausfällt. In einem fairen Geldsystem verschwindet das Geld also mit dem Ende des Kredits. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn sie verhindert, dass sich immer größere Geldberge auftürmen und einige wenige die vielen unterwerfen. Und ihr habt verstanden, dass Kickstartfähigkeit, so nennt der Tim Eismonkey das, ist. Doppelpunkt. Geld entsteht aus dem Nichts, ohne dass ein Dritter dran verdient. Bevor man für jemanden arbeitet, muss keiner von beiden Geld haben. Im aktuellen Geldsystem hingegen muss immer einer von beiden Geld haben. Geld wirkt damit wie ein Erlaubnisschein, überhaupt tätig werden zu dürfen. Wer die Erlaubnisscheine ausgibt, hat große Macht. Aber das schauen wir uns mal im nächsten Märchen an. Die Menschen lebten mit ihrem fairen Geldsystem aus selbstgedrucktem Geld zauberschön, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Leider änderten sich die Zeiten. Es kam ein König Druckerbärt des Weges und zwang die Menschheit in ein unfaires Geldsystem. Seitdem, das war so vor ungefähr 5.000 bis 10.000 Jahren, schätze ich mal, seitdem wird die Menschheit ausgebeutet. Und das geht schon sehr lange so. Viele Jahrtausende. Das schauen wir uns im nächsten Märchen an.